So. Genau, kommt da jetzt hier eine Kiste dran oder zwei? Muss höher bauen. Hilft ja nichts. So, kommt das dahin. So, hier eine Werkbank. Kann ich schon fast auswendig hier. Aber nur fast und eigentlich gar nicht. So. Muss sogar noch ein Stückchen. Oh Gott. So. Hier muss ein bisschen frei gemacht werden. Weil natürlich zu wenig Platz da ist. Wir brauchen mehr Platz. Wir brauchen mehr Platz. Wir haben es gleich. Zumindest grob erstellt. Dann kommen noch die Feinheiten, wie das einstellen. Aber das Einstellen, glaube ich, ist einfach nur eine reine Kopfsache gleich. Nicht so ein präzises Bauen und dann geht's voran, du. Dann aber. Bin ich dann ganz vorne mit am Start. Ja. Oder auch nicht. Zack. Muss noch einen runter. Und dann mal gucken. Ich fühle mich jetzt ein bisschen eingeengt. Ich hasse das. Ich mag nicht so eingeengt zu sein. Ich glaube aber trotzdem, wir haben irgendwie zu viel Kisten. Zu viel Werkdingens. Kann auch einfach sein, dass ich die zweite Reihe vielleicht nicht mitgerechnet habe oder halt. Genau, das der Fehler ist, dass ich da eben mitgerechnet habe. Ach, ich weiß auch nicht. Ach, was weiß ich denn schon? Aber lieber ist man halt ein paar Werkbänke zu viel, als ein paar zu wenig. Früher oder später brauche ich die eh. Für irgendwas. Für irgendwas, was wir dann noch automatisieren wollen. Es gibt so viel. Allein schon, wenn wir halt dann an Getreide und sowas rangehen. Muss ja auch alles automatisiert werden. Ja, wir haben dann hier den ersten Schritt mit Holz dann eigentlich schon gut gemacht. Und halt nur die Roboter dann irgendwann noch in Gang setzen und so. Ja, ja. Das wird schon. So. Hier mal ganz kurz mit dem Spaten einfach mal kurz durch. Das heißt, hier machen wir ganz normal die Dinger wieder dran und dann unten wieder zwei Kisten. So. Wenn wir jetzt natürlich unten Boden hätten für Kisten. Habe ich denn eigentlich noch genug Kisten? Ja, vielleicht. Könnte vielleicht ein bisschen knapp werden. Aber wir sollten eigentlich in der einen Kiste schon wieder Truhen haben. Theoretisch. Praktisch. Mal gucken. So, das ist fertig. Jetzt nur noch hier die Ecke. War so tief? Jo. Dann kommt hier die Werkbank. Hier muss einer weg. Zack. Da kommt hier dann noch ein bisschen runter. Noch ein. Und da unten dann eine Werkbank. Wir nähern uns dem Ende dieser ganzen Kabellage. Wuppdidu.
Nur weiterhin keinen Fehler machen. So. Wie gesagt, irgendwann müssen wir das Ganze hier von hier aus halt auch noch rauskriegen. Das kriegen wir hin. Naja, so. Und die letzte Werkbank. Ruptido. Und genau, wir haben 10 für eine weitere Reihe über. Boah. Das macht einen echt so ein bisschen riesigen Kopf. So, hier müssen wir es nur einstellen. So, das heißt, ich muss jetzt hier erstmal gucken, welcher Truhe denn jetzt hier was reinkommt. Hier hatten wir... keine Ahnung. Genau, da war Eichenholz. Da war nix, weil wir kein Holz hatten, keine Akazien. Hier ist dann die Fichte. Haben wir Fichtenholz? Bestimmt. Das kann da rein. Da haben wir das Fichtenholz. Sticks. Mehr brauchte ich nicht, ne? Fichtenholzstämme. Stellen wir erstmal die Werkbänke ein. Also du machst bitte aus Fichtenholz. Da, Fichtenholz machst du dann bitte dann die Dinger draus, genau. Irgendwo ist wieder Meteorit runtergekommen, war ja klar. So zur Abwechslung und so. Okay. Dann machst du hier die Fichtenholztruhen, was eigentlich auch nur Truhen sind. Alter, jetzt übertreiben sie aber hier. Nicht, dass gleich mein Industriegebiet hier in Flammen aufgeht, das muss auch nicht sein. So, dann haben wir hier die Türen, die ja dann aus Fichtenholz sind. Ja, theoretisch könnte man halt diese Produktionslinie hier noch weiter erweitern mit weiteren Gegenständen, die man halt bauen möchte. So, hier kommen die Slabs. Und hier die Treppen, ne? Jo. Okay. Dann hatten wir hier die Sticks. Jo. Und unten dann nur noch die... wie heißt es hier? Zäune und Zorntore. So. Und hier auch. Ich glaube, ich mache auch die anderen erstmal, dass ich die hier die Werkbänke mache. Frage ist halt jetzt auch nur wieder, welches Holz kommt da rein? Also hier Fichte. Ja. Hier ist dann Trope. Birke und dann Schwarzeiche, ja. Jo. Aber Trope, Birke, Schwarzeiche. Bitte aus Tropenholz sind die Dinger.
immer so Austrope, die Truhen. Hier machst du dann die Türen. Hier machst du die Slabs. Und hier die Treppen. So, dann waren hier die Sticks. Ich glaube, hier, das hätte ich mir sparen können. Ich glaube, es gibt keine Tropenholzzäune, oder? Doch, gibt's. Okay. Ob es hier auch eine Schwarzeiche gibt? Ich habe keine Ahnung. So, Zauntore. So, nächste Station war Birke. Da habe ich natürlich kein Birkenholzbrett. Also kommt das hier hin. Zusammen mit dem hier. Hier dann die Zäune. Dann waren hier die Sticks. Oh, guck mal, da unten fehlt noch eine Kiste. Zwei Kisten fehlen da. Damit auch die Sticks noch aufbewahrt werden, weißt du? Ja. Aber ist das denn richtig? Nee, das ist dann gar nicht richtig. Ach, siehste. Da fehlt einer dazwischen. Haha! Gut, dass ich das jetzt merke. Halt später irgendwann. Da fehlt einer. Hier sowieso. Das passiert, wenn man hier, ne? Und laufende Bande hier am Werken ist. So. Hier muss einer runter. Da muss einer hin. Hier muss einer runter. Und da muss einer hin. So. Kommt hier eine Truhe hin, da eine Truhe hin. Und selbiges hier auch nochmal. Ach, habe ich die hier eins hochgebaut? Okay. Ich meine, gut, macht keinen Unterschied, ne? Kein gravierenden, aber Einheit und so. Bin ja ein Freund von Einheiten. Wenn die eingehalten werden. Auch wenn es jetzt Material mehr kostet, aber hey. Okay. Das dahin, das dahin. Haben wir. So, ich war jetzt hier bei denen, ne? Jo. Machst du hier schon. Ist total verkehrt. Sollst natürlich das hier machen. Jo. So, du machst hier nicht vier. Einen einzelnen. Zack, 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 zack. Hier ein paar Slabs. Dann eine Tür. Und da hinten wieder ganz tolle Truhen. Irgendwann werden wir Truhen haben en masse. Wirklich. So. Wie gesagt, das wird noch lustig, das hier alles irgendwie in die Tischlerei zu kriegen. In so ein kleines Tischlereilager. Aber kriegen wir hin. Hoffe ich. So, Schwarzeiche. Habe ich natürlich keinen Platz. War eine Schwarzeiche hier irgendwo? Sieht nicht so aus. Also zumindest nicht als Bretterform, das meine ich halt. Ach ja.